Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute geht es wieder mal um Information Gathering, wie wir schon die letzten paar Videos gemacht haben, beziehungsweise ein Video, glaube ich nur. Und wir wollen uns heute mal angucken, was ein Whois-Eintrag ist. In Deutschland ist jeder verpflichtet, einen Whois-Eintrag anzulegen für eine Webseite, in anderen Ländern ist es nicht so. Da steht dann zum Beispiel drin, wer hinter dieser Website steht, beziehungsweise wen man kontaktieren muss. Es ist aber mit Vorsicht zu genießen, da dieser Eintrag nicht immer wirklich die Person ist, die die Website oder den Server auch wirklich nutzt. Das heißt, wenn wir jetzt mal kurz unseren Whois-Eintrag von themorphous.de angucken, dann ist das natürlich hier die Webseite Nameserver, also das heißt, welche Nameserver wir hier tatsächlich benutzen, dann wann es letztes Mal geändert wurde. Und dann sehen wir hier zwei Einträge, TechC, das heißt der technische Kontakt, und der ZoneZ, das heißt ein anderer Kontakt. Und beides Mal ist Tim Holzgreve eingetragen, weil wir natürlich hier sehen von HK Hosting, weil dort eben mein Server steht. Das bedeutet, die sind hier eingetragen, nicht ich persönlich bin dort eingetragen. Obwohl mein Name auch natürlich im Vertrag drin steht. Das heißt, man müsste erst hier anfragen, wem dieser Webserver hier gehört. Und dann würde man auf mich kommen. Nicht direkt würde man auf mich kommen. Ja, aber hier sieht man natürlich auch schon mal einige Informationen, die man nicht unbedingt gerne preisgeben möchte, vor allem als Privatperson. Aber das ist natürlich auch Teil des Informations oder der Informationsbeschaffung. Zusätzlich ist heutzutage in Deutschland jede Website verpflichtet, ein FAQ bzw. ein Impressum anzubieten. Und dort finden sich dann eigentlich auch immer die Daten von dem Betreiber von der Webseite. Und die kann dann natürlich auch jeder angucken. Und dort kann man natürlich dann auch jederzeit feststellen, wem mit diese Webseite oder sowas gehört. Das ist fast noch zuverlässiger als so ein Whois-Eintrag. Das heißt, erstmal dort natürlich gucken, falls ihr dort von Informationen beziehen wollt. So, und das gehört natürlich auch dazu, denn ihr wisst zum Beispiel, über Telefonnummern kann man immer ganz gut Social Engineering betreiben. Natürlich sollte man hier nicht unbedingt die Telefonnummer vom Admin oder sowas benutzen. Und der sollte natürlich dann eingeweiht sein, aber der wird euch, wenn ihr Social Engineering betreiben sollt, dann würde euch der Admin im Normalfall immer eine Liste an Kontakten geben, die ihr versuchen sollt zu beeinflussen, und falls ihr das dann macht, dann könnt ihr dort, eben Erfolg melden, und dann kriegen die armen Leute, die da wahrscheinlich drauf reingefallen sind, erstmal eine Lehrstunde bzw. sogar vielleicht eine Fortbildung spendiert. Aber okay, so viel dazu. Ich dachte nur, ich zeige euch auf jeden Fall mal den Whois-Eintrag. Kleine Anekdote dazu noch. Ich weiß, ich labe heute mal wieder sehr, sehr viel, aber das ist irgendwie auch Teil davon. Ihr wollt ja irgendwie auch ein bisschen was lernen. Und zwar dieser Whois-Eintrag, der hat mir tatsächlich schon mal ein bisschen weitergeholfen. Und zwar habe ich relativ viel Spam bekommen von immer genau einer IP-Adresse. Und ich, weil ich natürlich gerne das ganze Problem gelöst habe und nicht nur einfach einen Filter von meiner E-Mail-Adresse einrichte, habe einfach mal bei einem Whois-Eintrag nachgeguckt, Mensch, wer steckt denn eigentlich dahinter? Und dann habe ich gesehen, wer das tatsächlich war, habe dem einmal eine böse E-Mail zurückgeschrieben, also es war eine andere E-Mail logischerweise, als die, von der er mir geschrieben hat, und habe ihm einmal eine böse E-Mail zurückgeschrieben, dass er doch endlich aufhören soll, sonst kriegt er eine Anzeige, und schon waren die E-Mails weg. Ja, und das so als kleine Neben- oder Beigeschmack, das funktioniert natürlich relativ selten, nehme ich mal an, aber die meisten von diesen ganzen Leuten werden wahrscheinlich sowieso irgendwie in Russland oder sowas sein und von dort dann irgendwie über mehrere VPNs oder Proxys oder sonst irgendwas die Spam-Sachen verschicken, und dort wird es dann auch wahrscheinlich keinen so detaillierten Whois-Eintrag geben, aber der arme Kerl, der hat gewusst oder hat nicht offensichtlich nicht gewusst, was ein Whois-Eintrag ist. Ja, das von meiner Seite, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.